Ja, was soll ich machen? Manchmal dauert das ein bisschen, bis ich richtig gut ausgerichtet bin, bis die Kamera mitspielt, bis ich weiß, alles ist fein. Hallo, gut gedickte und gut vom normalen Tag massierte Menschen. Wochenende steht kurz bevor, ich habe mich länger nicht gemeldet, war auf Achse, war auf großer Tour, bin immer noch auf Flucht, was soll anders sein? Hab ungefähr 4 Tage lang nichts mehr gegessen, befinde mich gerade in einem Rapsfeld. Rapsfeld ist natürlich noch nicht hoch genug, das heißt, ich muss ein bisschen mich unten halten, damit ich wirklich nicht gesehen werde. Im Sommer ist es ganz anders, da sind die Rapsfelder und Maisfelder natürlich hoch gewachsen und ich kann darin wandern, wie nichts Gutes. Man sieht mich kaum auf der Straße, nur nachts. Aber auch dann nicht, denn auch ich muss schlafen, ich habe menschliche Bedürfnisse, ich bin nicht einfach nur, weiß ich nicht, ein Tier, ne? Ein paar Pläne haben sich geändert, ich wollte jetzt schon außer Landes sein, hat nicht geklappt, es lag am Gelde. Mein Konto wurde geplündert vom Staat, ich komme nicht mehr ran, jetzt muss ich umdenken. Hier im Rapsfeld ist es egal, hier sind genug Pflanzen, man kann auch glotzen hier, ich guck mal hier. Zack, sieht man den Boden. Naja, auf dem Boden findet man Würmer, Getier, andere Sachen. Wenig schmackhaft, aber man lernt es zu überleben. Jetzt würde ich gerne natürlich mich nochmal. Der Wind ist natürlich stark. Oder hier? Der Wind ist stark. Und natürlich war es auch kalt die letzten Tage. Ich bin dementsprechend natürlich auch angekränkelt. Hab einen Hals, der ist wie ein Reibeisen hart geglättet. Ihr hört vielleicht auch die ganzen Autos, die hier vorbeifahren. Ich muss ein bisschen Angst, muss ein bisschen Angst haben. Ich muss gar keine Angst haben. Ich muss ein bisschen aufpassen, mache ich natürlich. Und ich passe auf. Ich passe auf wie ein geflixter Hund. Ja, heute, jetzt ist es gerade so ungefähr 14, zwischen 14 und 15 Uhr. Hab auch eine Uhr mit, aber guck sehr selten drauf. Und jetzt gerade habe ich ein Mikrofon in der Hand, eine Kamera in der anderen Hand. Ich kann nicht nachgucken. Hab noch ein paar Bilder vorhin gemacht auf einer Brücke, die nicht sehr stark befahren war. Hoffe, die erfreuen euch. Die sind natürlich bei Instagram unter Moschdener. Kann man alles ganz leicht finden, wenn man denn ernsthaftes Interesse hat. Wenn man kein ernsthaftes Interesse hat, sollte man es sein lassen. Dann soll man auch gar nicht glotzen, ne? Man darf eh nur glotzen, wenn man ja, diese Folgensache gemacht hat und die Scheiße da, die Bimmelbammelglocke angedeckelt hat. Ja, wovon kann ich euch heute erzählen? Ihr wisst ja, ich muss immer 10 Minuten voll bekommen. Das möchte ich auch gerne tun. Ich habe aber sonst gar nichts zu tun. Zweimal tun ist besser als nur einmal tun. Wer viel tut, erntet auch. Und da wir im Rapsfeld sind, passt das doch wieder. Meine Maske ist heute ein wenig ja, geweitet. Vielleicht seht ihr das. Sie ist nicht mehr so stramm wie vorher. Was für mich auch bedeutet, der Sommer kommt, der Frühling kommt. Denn natürlich blüht mein Gesicht auch auf und auch die Maschen dieser Nylonstrumpfmaske oder Hose werden ja geweitet. Ne, durch die Wärme wird alles größer, weiter. Ja. Das Geräusch meines Halses, ich mach's nochmal. Das kommt durch meine Allergie. Ich bin gegen Raps allergisch. Nun könnte man natürlich meinen, warum ist er denn im Feld? Aber wir haben gerade, ich habe hier einen Ort erreicht, wo sehr viele Touristen sind. Viele Touristen bedeutet auch, dass schlaue Menschen aus dem Westen hier sind. Und das ist eine potenzielle Gefahr für mich. Die Ostmenschen hier, die haben nur einen Blick für sich. Die Westmenschen gucken eher auf andere, allein schon, um über sie zu lästern und auch, weil sie selbst zu sagen haben, ne? Und vor denen habe ich Angst. Die hört man ständig mit ihren Autos hier vorbeibrausen. Die suchen ihr Touristenglück, ihr Urlaubsparadies. Da kommt jetzt gerade ein Bus. Keiner sieht mich. Nein, keiner sieht mich. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was? 5 Minuten erst. Ich habe erst 5 Minuten. Dann wird das aber ein kurzes Video. Dann wird das kurz. Ich würde euch gerne noch was erzählen über meine Kindheit. Da sah ich ganz normal aus. Ich wurde
sogar als Frauenheld verschrien in der Schule. Ich war sehr gut in Fächern Kunst und Sport. Alle anderen Fächer waren so, da ja, habe ich ein bisschen gewackelt, stets. Aber ich habe mich für andere Sachen interessiert. Und als Feuerwehrmann muss man nichts wissen. Man muss nur den Schlauch halten können. Und natürlich in die Räume reinlaufen, um zu retten. Da braucht man keine Mathe. Da muss man nicht ausrechnen, wie rum der Türdrücker zu betätigen ist oder ob das Feuer rausgezüngelt kommt mit der Feuersbrunst. Man muss gar nichts wissen. Man muss nur machen, machen, machen. Da gehen viele tot. Ich bin nicht tot gegangen. Aber auch ich habe natürlich meinen Hut bezahlt. Ihr wisst das ja alle. Nochmal kurz zum, ich suche ja immer noch einen Intro-Bauer. Ich habe noch keinen Intro-Bauer gefunden. Ich habe noch Geld woanders. Ich hab's noch. Also, Intro-Bauer, meldet euch. Da, 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 da. In der Schule war ich oft im Keller. Wenn die Schule beginnt, wenn die Fächer, wenn die Stunden angefangen sind, war ich meistens im Keller. Ich befand mich also in der Schule. Und als gesagt wurde, ich schwänze, war ich erbost, denn ich war doch in der Schule. Muss kurz mal Gedenkminute machen für Ukraine. Das reicht. Mehr haben die auch nicht verdient. Nichts gegen die Ukraine an sich, aber die Regierung ist nicht gut. Das erzähle ich auch das nächste Mal vielleicht, denn auch ich habe meine Erfahrungen gemacht mit der Ukraine. Ja, nette Menschen, aber was da abläuft, das ist nicht feierlich. Feiern kann man heutzutage gar nicht mehr. Da hat man immer schlechtes Gewissen, dass man irgendeinen ja, angeht mit seinen Feiern, mit seiner Fröhlichkeit. Man kann ja eigentlich nur noch weinen und selbst das Weinen wird einem dann schwarz angekreidet. Man kann eigentlich gar nichts machen. Man ist immer der Depp. Ne? Eben gerade, was heißt eben gerade? Wir haben es ja jetzt 14 Uhr. Ich bin um 5 Uhr am Hafen hier gewesen. Da war eine Pommesbude. Da stand drauf, wie an Nazis verkaufen wir keine Bockwurst und auch keine Pommes. Jetzt denke ich mir, für wen schreiben die das? Ne? Ist da. Wer denkt überhaupt, er ist ein Nazi? Ne? Wer steht da, guckt auf das Brett und denkt so, oh nee, nee, hier, also ich bin ja Nazi, also kaufe ich dann auch nichts. Ja, warum machen die? Um ein Zeichen zu setzen. Nazis sind ganz schlimm. Ne? Also weg, weg damit, aber so viele gibt es doch gar nicht mehr. Also das ist alles Schwachsinn. Naja, wir wollen nicht politisch werden. Ich wollte das gar nicht an, ich wollte überhaupt gar nicht in die Richtung gehen. Aber wenn man fernab der Menschheit ist und sie nur betrachtet und von außen wahrnimmt und mit keinem anderen Menschen redet darüber, dann bildet man sich seine Meinung, die ist wahrscheinlich auch falsch und engstirnig und einseitig. Aber ich bin ein Mensch mit einem guten Herzen. Das habe ich am rechten Fleck. Ja, eigentlich nicht am rechten Fleck, sagt man so, ne? Ist aber Quatsch, ist ja genau in der Mitte, hängt unter dem Brustkorbplatten da in der Mitte irgendwo rum. Geht auch ganz ordentlich. 4 Tage ohne Essen war gar kein Problem. Ich habe schon schlimmere Sachen erlebt. Ich habe schon 10 Tage ohne Essen erlebt. Trinken ist wichtig. Und dann, wenn du nichts zu trinken hast, trink kein Salzwasser. Das sage ich dir. Ist mein Rat an dich. Denn viel Salzwasser macht noch mehr Durst. Und am Ende merkst du, Salzwasser ist kein echtes Wasser. Es löscht den Durst nicht mehr. Du bist in einem Kreislauf und irgendwann versackst du, kippst um und wirst von den Wellen mitgetrieben, falls du am Meere stehst und dort getrunken hast. Widerlich. Ich zeig noch einmal ganz kurz den wunderschönen Ausblick. War das richtig? Ich glaube. Nee, das ist falsch. Du musst da lang. Schaut euch die schönen gelben Blumen an. Manchmal werde ich gestört von kleinen Schmetterlingen. Aber sie bringen ein bisschen, ich sage mal, Schmetterlinge sind wie fliegende Blumen. Es sind Geschenke von Gott. Vielen Dank, Gott. Ja, zentriere nicht. Die Kamera, die Kamera. Wir haben 10 Minuten erreicht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wollte eigentlich von woanders heute filmen.
Wie gesagt, hat nicht so geklappt. Ich werde dann, glaube ich, nächste Woche oder übernächste Woche in der Stadt der Masken sein. Denn dort, denke ich, kann ich gut überleben. Jetzt muss ich noch ein bisschen hier sitzen bleiben, bis die Sonne untergeht. Und dann schaue ich, wie ich weiterkomme, wie weit ich komme. Und suche mir natürlich dann ja, einen neuen Platz. Hoffe auf keinen Regen, damit ich nicht klitschnass werde. Ich mag keine Klitschnässe. Glaube auch nicht. Doch, ich mag natürlich die Klitschnässe, aber ganz woanders. Darüber will ich nicht reden. Manchmal hinten am Po habe ich da so eine Stelle, schön nass, flitschi flatschi. Ich würde sagen, alles Gute. Passt euch passt auf euch auf die, die ihr liebt. Und grüßt die, die ihr liebt von mir und sagt, es gibt einen Ex-Feuerwehrmann, der wünscht dir auch das Beste. So wird ein Schuh draus. Und macht niemals eine Straftat, wo ihr auf Flucht seid. Das kann ich keinem empfehlen. Ist nämlich kein Zuckerschlecken.